Was mache ich denn jetzt? Na du? He's afraid that these mechanical wonders will replace him. Absolutely not. I'm glad you see it that way. Cool. Danke. Can you smell the oil and the grease? Isn't it wonderful? Was bringt mir das? Wie viel kostet sowas? Gold kostet 3. Okay. Aha. Ja, keine Ahnung. Questmäßig muss ich wohl leben. I'm waiting blues, Van Helsing. What? Now the machines have palaces too? That's just a fancy name for the grand hall where they recently opened the science fair of Borgova. And why would he go there? Well, you won't like this, I'm afraid. One of the wonders on display is the prototype of a new automaton, the Mechanical Colossus. Are you trying to tell me that he has a giant mechanical soldier? It's not operational. Yet. Anyway, Fulmigati has taken to calling it the Doomsday Automaton. Which is never a good sign, believe me. He must be truly desperate. We have no time to lose. We must stop him before he makes that machine fully functional. Ja. Schauen wir uns erstmal die Gegenstände an. Okay, das scheint ja ein dickes Upgrade zu sein. Wegen dem Crit. Ja, dauert aber noch. So. Hat sie noch was eingepackt? Nö. Dann werden wir das Zeug erstmal los. I might have something for you. Außer das hier. So. Dann würde ich sagen, was macht das hier? Düstergasse, ja, okay. Ja. Palast der Maschinen. Okay, dann machen wir die Hauptquest weiter, würde ich sagen. Wir gehen in die Altstadt, um zum Palast der Maschinen zu gelangen, um dort alles zu zerschnetzeln. Und dann kommen wir vielleicht diesem Obermotz näher. Vielleicht. Oh. Ist bei euch auch so warm? Bei mir ist gerade unglaublich warm. Wahrscheinlich, wenn ich das hier hochlade, ist schon Winter oder so. Boah, diese Bodentexturen. Seht ihr das? Wow. Guckt euch diese Bodentexturen an. Heftig. Waren aber doch schon stark. Die halten voll viel aus und machen voll viel Schaden. Das ist uncool. Ich
brauche aber eine XP-Leiste. Hier. Ja, okay, das dauert noch, bis ich meine neue Waffe tragen kann. Holy sh! Was geht denn? Ach so, es sind solche Typen. Ah. Alter. Die sind natürlich nicht so cool. Boah, machen die Fischer, die killen mich. Was geht denn? Wieso machen die so viel Schaden? Ich check grad gar nicht, was hier so genau abgeht. Ehrlich zu sein. Ich gehe jetzt einfach die Karte ein bisschen ab. Alter. Irgendwas machen die, dass ich voll viel Leben verliere. Ja, wenn sie dieses Gift da aussprühen. So, bin ich Level abgekommen? Ja, ne? Ja. Sehr gut. Schubsen die mich einfach. Unhöflich. Die da, die sind gefährlich, diese kleinen Bastarde. Mann. Ich weiß nicht genau, was ihr macht, aber es tut weh. Alter. Hey, hört auf euch zu wehren. Aber hier ist irgendwie Sackgasse erstmal. Aber was ist denn da auf der Karte? Erstmal hier sind Sackgassen. Überall. Ah, hier nicht. Also hier ist ein Haufen schwerer Gegner sogar. Finde ich zum einen wieder gut, weil es anspruchsvoll ist. Wenigstens ein bisschen anspruchsvoll. Und zum anderen... Ah, wenigstens kann ich die Musik genießen. Die ist nämlich geil. Die erinnert mich sehr an Sherlock. Die Serie. Sehr geil, die Serie übrigens. Jeweils 3 Folgen pro Staffel.
im richtigen England, in der Jetztzeit aber. Ist ganz geil, kann man sich anschauen. Alle drei Staffeln, jeweils drei Folgen. In Spielfilmlänge, also 2 Stunden, glaube ich, ne? So circa, oder 90 Minuten. Wo die dann so Fälle lösen. Das ist wohl ganz nice. Also kann ich jedem empfehlen. Ansonsten gibt es noch, okay, so auch so Krimi-Zeug. Elementary vielleicht noch. Das ist auch so ein Sherlock-Ding. Da ist Watson weiblich, gespielt von Lucy Liu. Fand ich auch ganz interessant. Kann ich für Fans eigentlich schon fast empfehlen. Nicht ganz. Aber, ja. Es ist nicht komplette Zeitverschwendung, wie man sich reinzieht. Also, es ist okay. Ich finde es ganz geil. Aber ich kann wohl verstehen, wenn man nicht so großer Fan des Genres ist. Oh, unsichtbare Wand? Verarschen? Was sind das denn für Dinge? Gott. Alter, ich bin... ich bin tot. 93.000, heftig. Dann renne ich lieber das Stückchen hier und spare 15.000. Alter! Ich krieg so hochlevelige Dingens schon, ey. Oh mein Gott! What the fuck? Aufhören, auf mich hier zu stürzen. Ich weiß nicht mal, ob die so viel Schaden machen, wenn die so runterfallen. Ich möchte es aber nicht unbedingt rausfinden. Beziehungsweise, ich habe es schon ein paar Mal gesehen jetzt. Abbekommen, meine ich. Aber in der Masse weiß ich nicht, ob mich das von den Socken haut. Okay, gibt also 3 so Punkte, was Steine oder so, die wir dann da einsetzen müssen. Alter, tut das weh. Ich verrecke. Ohne Witz. Alter. Gegen anzukommen, um mich ein bisschen zu beeilen hier.
Einen habe ich kaputt, zwei habe ich kaputt, ja, das ist sehr gut. Dann habe ich ja wieder Luft hier zum Atmen, dann kann ich auch die restlichen HP hier runterschnetzeln, ohne Gefahr zu laufen, einen Riesenhaufen Geld wieder zu verlieren, ey. Wie kann ich sie denn heilen? Keine Ahnung, wie ich sie heile, aber ist mir dann jetzt doch egal. Keine Waldstücke in diesem Palast. Glaub's ja nicht. Oh mein Gott. Die Traps aufgebaut. Langsam bringt mir der Heal-Spell nicht mehr so viel. Das ist nicht so viel bei so viel Leben. An sich... Ja, kriege ich 100 Leben mehr halt, ne? Ist nicht allzu viel. Ja. Ja, okay. Dann sind wir wieder bei einem Punkt. Aber dann ist mein Mana-Pot-Verbrauch vielleicht nicht so hoch. Eigentlich schon gleich Level up, dann kriege ich eine neue Waffe. Ist hier ein Labyrinth. So ein Dachgarten oder so. Oh, direkt hier. Ja, nice. Ich würde mal sagen, wir pullen die langsam. Ich sollte nicht alles tanken. Schon wieder tot? Ups.
Oh Gott, jetzt habe ich mich in der Stadt wiederbelebt. Das ist unvorteilhaft. Aber da die Monster nicht respawnen, glaube ich, ist das egal. Time to teach them a lesson.